Und herzlich willkommen zurück zu Shadows of Rose. Ja, und ich hasse dieses Knacksen, ehrlich gesagt. Wir befinden uns jetzt im Speicherraum und ich befürchte, dass wir jetzt hier unten, wo es grau ist, weiterkommen. Und ich habe absolut keine Ahnung, was uns da erwartet. Deswegen und weil wir knapp einer halben Stunde dran waren, haben wir letztes Mal eine Pause gemacht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ja, das ist immer noch rot, ne? Aber ich denke mal, dass wir da nicht weiterkommen. Schlüssel? Achso, Moment, Schlüssel zum Sicherungskasten. Ach, den haben wir doch jetzt geholt, dann kommen wir doch da weiter. Karte zur Sicherung. Ernsthaft? Eine handgezeichnete Karte mit einer Nachricht drauf. Sie war im Sicherungskasten versteckt. Kann man das hier irgendwie... Ich möchte das gerne ranzoomen. Moment, wir sind wahrscheinlich bei EV. Ich denke mal, das ist wohl der Aufzug. Das heißt, unten ist die Küche. Rechts ist ein Schlafzimmer. Das heißt, auf der Karte, dass das Schlafzimmer, die Küche hier zwischen ist? Oder müssen wir durchs Arbeitszimmer durch? Wahrscheinlich durchs Arbeitszimmer, denke ich mal, ne? Da können wir nicht hoch und runter. Ohne Sicherung komme ich hier nicht weiter. Oh ja, jetzt ist auch die Tür aufgegangen. Oh, oh, oh. Okay. Wer die letzte Folge geguckt hat, weiß, dass hier so komische Puppen überall plötzlich rumstanden. Leck mich, hört doch mal mit eurem blöden Geknacke auf, Mann. Oder schmeißt hier einer mal Steine nach mir. Don't look away. Ich habe irgendwie so eine ganz, ganz miese Befürchtung. Oh, die steht schon wieder da. Was ist das jetzt hier? Ich muss auf die andere Seite, ne? Da muss ich rein? Da muss ich rein. Oh. Fickt euch! Oh, ich hab's geahnt. Ich hab sowas von geahnt. Oh nein. Oh, ich dachte gerade. Und dann gleich rechts rum. Oh, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Muss ich zum Medizinzimmer oder muss ich jetzt nach rechts? Moment. Ich nehme an, dass das das ist, wo ich da nach rechts muss, oder? Ich bin jetzt da runtergelaufen. Müsste dann theoretisch hier nach rechts, nehme ich an. Dann ist die Küche hier drin, denke ich mal. Hoffe ich. Wenn nicht, bin ich komplett am Arsch. Okay, das heißt... Oben ist eine Tür. Hier müssen wir auch nicht rein, weil hier wäre dann die Küche, ne? Oben ist eine Tür, da müsste dann theoretisch das Schlafzimmer sein. Das heißt, diesen Gang hier entlang. Oh fuck, oh fuck. Warum läufst du hier so weit rein? Nein, 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 nein. Du hast schon gesehen, dass ich dich gesehen habe. Jetzt bin ich aber doch durch die Küche gegangen. Das ist schlecht. Da muss ich hoch. Okay. Nein! Hä? Da ist eine Blume. Die versperrt mir den Weg. Aber wie komme ich denn da durch die Küche? Oh, dreh dich um. Komm, dreh dich um. Wenn du schon nicht laufen kannst, dann dreh dich einfach um. Ach, da. Kann ich so stehen bleiben? Oh Gott, das ist so einfach. Das ist so einfach. Okay. Oh, da leuchtet was. Sicherung. Okay.
Wie soll ich jetzt an dir vorbeikommen? Frage ist, darf man die berühren oder nicht? Oh Gott, muss ich jetzt ernsthaft den ganzen Weg wieder zurück? Nein, da ist jetzt nicht noch eine, oder? Das ist nicht noch eine. Ich sehe euch beide. Wieso kommen da immer mehr? Oh Gott. Moment, dann komme ich da. Nein, 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 nein. So nicht, mein Freund. Da haben wir nicht gewettet. Lauf, 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 lauf. Oh, fuck. Hier wirklich einen halben Herzkasper gerade. Jetzt muss ich überlegen, rückwärts und dann muss ich mich nach links drehen. Wenn da jetzt aber wieder eine ist, dann sollte ich lieber laufen, ne? Oh Gott. Oh ja, dich sehe ich auch. Ich sehe ich auch. Fickt euch! Hier ist ein Speicherraum, ihr dürft hier nicht rein. Bin ich da? Oh mein Gott! Oh, es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt nochmal eben kurz speichern. Das Problem ist. Kann ich jetzt raus? Oh Gott. Nein! Oh, warum fährt er nicht los? Wieso machst du das? Du willst den Kristall, richtig. Weißt du, wo er ist? Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Spiel mit ihm. Dann sag ich's dir vielleicht. Was ist denn jetzt los? Oh, ich habe so eine ganz, ganz üble Befürchtung. Ich habe eine ganz, ganz üble Befürchtung. Ich glaube, es ist gut, dass wir eben noch mal gespeichert haben. Oh, das ist geil. Also, da muss ich jetzt sagen, das rettet mir gerade den Tag. Dass die Schreibmaschine so geil groß ist, das ist echt mal richtig klasse gemacht. Lass uns Verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu werden? Oh Gott. Will ich wissen, was jetzt kommt? Ich speichere einfach nochmal wegen der blöden Videosequenz. Speichere ich einfach nochmal kurz ab. So. Allerdings will ich wirklich nicht wissen. Moment, hier muss ich runter. Ach du Scheiße. Sehen die mich? Okay, die haben sie anscheinend gerade rausgelassen. Aber hier drunter bin ich sicher, oder? Kommen die jetzt hier nochmal. Okay. Kommen die jetzt hier nochmal hin? Die kamen von da hinten. Ich weiß jetzt auch absolut null, wo ich hin soll. Nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Ich meine, nach links wäre wahrscheinlich zu einfach, oder? Aber ich gehe sonst immer nach links.
Das ist eine große, kaputte Schreibmaschine. Ach so, Moment. Ach, bin ich doof. Das ist der Eingang. Okay, dann sind die quasi aus dem Eingang hier rausgekommen. Okay. Oh, fuck. Das muss ich jetzt auch mal beobachten, weil ich weiß absolut nicht, kommt die jetzt nach hier? Das wäre natürlich scheiße. Denn, aber da hinten ist der Speicherraum. Eigentlich dürfte sie nicht nach hier gehen. Komm nach da vorne. Ja, und dreht sich dann im Kreis. Ja, das dachte ich schon. Was mich daran erinnert, dass ich nochmal Alice spielen muss. Sie dürfen mich nicht sehen. Okay, ich muss anscheinend rechts rum. Oh, okay, da kann ich nicht mal kurz zwischendurch Pause machen. Ich vermute mal, ich muss da lang. Sagen, kommt jetzt hinter mir wieder, oder was? Hier sind anscheinend noch Scherben auf dem Boden, so Tonscherben. Ich hoffe nicht, dass man mich hört, wenn ich da drüber laufe. Okay, da ist eine. Kann ich das Licht eigentlich ausmachen? Das verrät mich doch, oder? Frage ist, wie lange muss ich jetzt hier warten, bis ich da... Oh, da kommt schon wieder was. Die geht noch da. Also theoretisch, wenn sie nicht nach hier kommt, was sie offenbar nicht tut, müsste ich da ein Stück weiter kommen. Die Frage ist nur... Oh, da hinten geht... Oh, oh, oh. Sag mir bitte nicht, dass jetzt hier auch noch eine hinkommt. Oh, lauf, 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 lauf. Ich hoffe, das ist so ein Safe-Platz hier. Ich drehe sonst durch. Oh, scheiße. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das ist mein Problem. Oh, Rose, ein bisschen schneller. Ich weiß, das ist schwer mit so einem Endengang, aber es geht hier um dein Leben. Die Frage ist, muss ich jetzt zwischendurch... Ich habe hier keine Knospen, oder, die ich machen kann? Die Frage ist, ach, wo muss ich denn... Da geht's hoch. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Fuck. Hier ist noch eine. Achso, da oben ist eine Knospe. Boah, sag mir bitte, dass die hier nicht komplett hochkommt. Also komplett rumkommt. Was muss ich denn dann machen? Ich kann ja nicht an ihr vorbei. Oder muss ich von hier aus irgendwie gucken, dass ich die kriege? Okay, anscheinend nicht. Ach, da kann ich rüber. Ach, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Fallen wir da bloß nicht runter. Oh. Heißt das, es geht jetzt hier weiter oder... Also, oh, hier unten. Das heißt, könnte ich da jetzt rein theoretisch runterspringen?
Oder bringt mir das dann gar nichts? Das ist jetzt die Frage. Aber wenn ich da runter springe, hören die mich wahrscheinlich, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich gehe lieber den sicheren Weg. Also quasi so, wie wir gekommen sind. Ich verstehe nur ehrlich gesagt immer noch nicht so genau, wo wir jetzt hin müssen. Von mir aus rechts hinten geht's weiter. Da sind wir aber doch reingekommen. Hm? Die dreht sich um. Weiter, 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 weiter. Oh Gott. Da bin ich reingelaufen, genau. Dann warte ich nochmal kurz ab, weil das ist gerade doch sehr nervenaufreibend. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die mich entdecken, aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht herausfinden. Natürlich nicht. Oh Gott. Ich meine, die haben ja schon so komische Sichel in den Händen. Ich weiß nicht, ob die alle haben. Ich nehme mal an. Deswegen will ich es nicht herausfinden. Oh Gott. Dieses Klackergeräusch, ne? So ein bisschen was von den Lickern. Ach, ich glaube, da muss ich, oder? Da hätte ich wahrscheinlich von Anfang an rumgekonnt. Aber da steht rechts von mir, muss ich da hoch? Ich glaube, der beste Zeitpunkt ist, wenn es da wirklich so einen besten Zeitpunkt gibt. Also hier kann ich nicht hoch. Aber von da bin ich doch gekommen, oder nicht? Ich bin doch von hier unten gekommen. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht, dass ich das jetzt gemacht habe? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oh Gott. Dann wollen wir mal versuchen, wieder den Weg zurückzugehen. Irgendwie. Aber wo ist dann die zweite eigentlich hin? Von da bin ich doch gekommen, oder nicht? Hab ich mich jetzt erschrocken? Egal, es warten noch viele Freunde auf dich. Okay, da war jetzt gerade eine. Wir müssen aber nach rechts. Ich weiß nicht, wie weit die hier reingeht. Die geht bis hier vorne, okay. Oh, euer Ernst? Aber hier ist zu. Hä? Da sind aber wieder weitere... Ach so. Hallo? Wie weit kann ich hier reingehen? Muss ich da rum? Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt ausnutzen soll, während die hier beschäftigt sind, oder ob ich jetzt woanders rum muss.
Oh mein Gott. Oh, so viele. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Ich muss doch irgendwas machen können. Wo ist schon wieder? Ja, aber hier ist auch nichts. Oh doch, da ist was. Oh. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Kann ich jetzt nicht machen. Ich hoffe, da ist kein Nachzügler. Oh Gott. Kann ich eventuell doch noch ein anderes Spiel anfangen? Ich meine, gut, ich habe ja einige andere Spiele, aber... Werkstatt. Muss ich rechts rum oder muss ich irgendwo anders durch? Das ist jetzt die Frage. Rechts rum sehe ich jetzt erstmal nichts. Da steht eine. Da stehen mehrere. Die Frage ist, muss ich jetzt irgendwas aktivieren, damit die... Oder kommt das automatisch, wenn ich jetzt hier hochgehe? Wahrscheinlich. Bei meinem Glück. Okay, also wir haben da oben zwei Knospen. Die Frage ist, wenn ich jetzt aufstehe, sieht die mich. Na? Das scheint doch so... Oder muss ich irgendwo anders hin, um die abzulenken? Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Links, rechts... Kann ich da nochmal zurück hoch? Nee, ne? Hast du genug? Oh, ich komme aber nicht hier hinten hin. Oh, hier ist jetzt keine Knospe. Das Problem ist, wie soll ich... Oh, ich bin mich jetzt erschrocken. Wie soll ich das mit der Knospe hinkriegen? Weil dazu muss ich ja stehen. Muss die wahrscheinlich von irgendwo anders. Aber die sind da links. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch, nehme ich mal an, ne? Oh ja, ist ja gut, du dämlicher Psycho. Ich will erstmal wissen, wie die hier laufen. Nämlich nicht sicher. Ne, okay, die andere läuft dann nicht in die Richtung. Das ist so ein Safe-Ding. Oh. Da kommt schon wieder ein dritter. Nein. 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 Ich wollte euch nur mal zeigen, wie der Tod aussieht bei den Puppen. Ich dachte, das ist so ein Safe-Ding hier. Aber das ist gar kein Tod gewesen. Oder ist das, weil die mich jetzt zurückgestoßen hat oder so? Kann ich mich nicht angreifen lassen und die alle hier in die Ecke locken, dass die dann alle automatisch kaputt gehen? Oh. Aber die ist doch jetzt... Ist sie jetzt kaputt gegangen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder ist sie jetzt einfach nur... Da ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Platz. Da kommt die nächste. Das heißt, ich muss direkt hinter der. Die läuft jetzt nach rechts. Habe ich jetzt zu lange gewartet, ne? Ja, nee, da ist wieder eine, aber die guckt weg erstmal. Und da ist aber schon die nächste auf den Sprung. Ich glaube, in der Zeit schaffe ich das nicht.
Ah, da ist auch schon wieder die dritte auf dem Sprung. Oh, fuck, 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 fuck. Dieses Geklacker macht mich gerade echt wahnsinnig, ehrlich gesagt. Ich bin mir auch nicht sicher, wo ich hin muss. Das ist halt mein Problem. Ach so. Moment, wenn die vorbei ist. Ist jetzt meine Chance? Oder hätte ich dann hinten durchgemusst wahrscheinlich? Oh oh. Frage ist, bringt mir das jetzt was? Und da kam ich rein, oder? Oder muss ich hier hin? Hier ist eine Lücke. Das ist, glaube ich, immer gut. Oh Gott, was ist das? Medienzimmer? Was ist das? Kann ich weiter rein? Ist da ungefähr? Scheint aber irgendwie das nächste zu sein. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung ich muss. Das ist halt mein Problem. Da hinten ist wieder so ein grüner Raum. Frage ist, bewegt sich das Ganze jetzt, oder? Das ist die Tür. Auch nicht da rauslocken irgendwie. Was ist das? Also ich muss durch die Tür, denke ich mal. Das heißt, hier auf dem Bild geradeaus oben rechts. Aber wie kann ich das Ding da rauslocken? Komme ich gar nicht rum? Oh, jetzt sag mir bloß, das geht erst auf, wenn ich da direkt dran bin. Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielen. Fuck, 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 fuck. Liebe Beste. Oder? Die muss ich aber nicht angucken, oder? Ich habe so ein Scheißgefühl dabei gerade. Geht der hier rein? Boah, ey, wo muss ich denn hin? Ey, wenn ich wenigstens wüsste, wo ich hin muss, dann wäre es ja etwas, naja, einfacher nicht, aber sinnvoller irgendwie. Also die dreht sich um. Ich schätze mal, ich muss dann wirklich nach rechts rum. Jetzt bin ich natürlich die Folge schon mega am Überziehen hier gerade. Boah, ey. Oh nein. Hm? Die steht da. Nein, ich war's nicht, ich war's nicht.
Ach, die gehen dann automatisch weg oder was? Aber ich darf mich jetzt nicht mehr erwischen lassen, weil ich habe nichts mehr. Oh, fuck. Die Frage ist, tauchen die nach einer Zeit wieder auf? Also er scheint ja hier nicht reinzukommen. Und die steht da irgendwie ganz blöd, aber guckt anscheinend nicht nach hier. Hier ist es so grün. Das Problem ist, wie soll ich an ihr vorbei, wenn ich da gar nicht vorbeikomme? Wisst ihr, was ich meine? Ich kann da nur durchlaufen, aber das ist natürlich Schwachsinn. Mich direkt vor ihr durchgehen, ist, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee. Ich habe auch nichts zum Ablenken. Ich könnte sie jetzt noch abwehren, aber ob ich das kann, muss, ich weiß es nicht. Hier komme ich auch nicht durch. Boah, geht der Typ mir auf den Sack hier, ne? Oh Gott, ich probiere es jetzt einfach. Nee. Also, wir sind gleich völlig am Arsch. Ich kann auch gar nichts mehr sehen, ehrlich gesagt. Und ich habe natürlich kein Kraut. Oh. Das habt ihr jetzt echt so scheiße gemacht, dass man hier keine Kräuter findet. Weil ich sehe jetzt überhaupt nichts mehr. Oh, Moment. Jetzt kann ich wieder was sehen. Okay. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr so lange Zeit, dass ich das jetzt hier machen kann. Ich weiß ja nicht, wie lange das mit den Puppen hier noch dauert. Ich würde das nämlich gerne alles in eine abschließen. Achso, dann geht die da rum. Wenn ich da es schaffen sollte, hinter ihr zu kommen. Mich jetzt erschrocken. Ich dachte, die dreht sich jetzt noch zu mir um. Komme ich da überhaupt durch? Oh, ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Klopapier. Klopapier ist immer wichtig. Die nächste Pandemie wird bestimmt bestellt. Das müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein. Nein, da ist eine Küche. Aber da müssen wir auf jeden Fall hin. Kommt die bis hier vorne? Ich glaube nicht, oder? Wenn die sich jetzt hier reindreht, kann die uns hinter dem Grünen nicht sehen, hoffe ich mal. Nee, ich denke mal, hier hinten sind wir safe. Frage ist, da ist irgendwas. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt... Also das ist jetzt... Ich habe es jetzt endlich mal verstanden, nebenbei bemerkt. Das ist die Küche und wir müssen quasi durch die Küche durch und dann Richtung Schlafzimmer, nehme ich an. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Ach, fickt euch. Willst du mich verarschen? Ich sehe gar nicht richtig und dann kommt dieses blöde Ding hier durch. Jetzt aber nicht um, oder? Ich bin
bin jetzt gerade panisch, es tut mir leid. Ich muss jetzt gerade mal hinterherlaufen. Moment. Ich bin wieder rausgelaufen. Oh nein. Fuck. Das ist nicht gut. Hä? Aber da hinten ist jetzt eine Tür auf. Moment. Können wir mal kurz gucken? Achso, ich habe Salbei bekommen. Okay. Jetzt bin ich hier gerade. Ich bin jetzt hier in Zeitdruck und sehe nichts. Niemand mag Rose. Sie ist ein Monster. Hey! Sie hat unheimliche Kräfte. Was? Genau wie ihr Vater. Deshalb hat sie überhaupt keine Freunde. Hört auf! Du weißt, es ist wahr. Was stimmt nicht mit ihr? Seht nur, sie hat Angst. Nein! Sie hat Angst, was aus ihr werden könnte. Hört auf! Hört auf, hört auf, hört auf! Ach, leck mich doch einfach. Jetzt muss ich... ich habe aber immer noch nicht... Was muss ich überhaupt machen? Das Haus erkunden habe ich doch eigentlich gemacht, oder? Schlafzimmer war ich ja gerade drin. Den Puppen entkommen. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht noch so eine Jump-and-Run-Einlage machen. Boah, ich würde gerne wieder zum Speicherraum kommen, ganz ehrlich. Weil, ganz ehrlich, ich habe keine Zeit, um jetzt hier weiterzumachen. Ich habe vielleicht noch 5 Minuten, die probiere ich jetzt noch aus. Und wenn dann nicht funktioniert, dann tut es mir wirklich leid. Dann müssen wir wirklich einen Cut machen. Oh, ich glaube, wir sollten rennen. Das nennt die Rennen, das ist echt... Lauf einfach, Rose. Das ist doch kein Laufen. Ja, und jetzt? Da. Rose ist echt widerlich. Das ist ein bisschen Laufen, das ist richtig. Seid endlich still! Endlich habe ich dich gefunden. Los, komm! Oh, Scheiße. Ich halte das nicht mehr lange aus. Warum reden Sie von meinem Dad? Ich kenne ihn nicht mal. Bist du wütend auf ihn? Nein. Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts über ihn. Ich würde es gern. Ich weiß nur, er ist für mich gestorben. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben gewesen wäre, wenn er noch da wäre. Hat er mich Fahrradfahren gelehrt? Mit mir Hausaufgaben gemacht? Mir Geschichten vorgelesen? Wäre er für mich da gewesen? Stolz auf mich? Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe, stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Komm. Ich will dir was zeigen. Wo sind wir? Du bist hier sicher. Bitte eine Speichermaschine. Fühlt sich vertraut an, als ob ich schon mal hier war. Sieh dir all die Deko an. Gab's eine Party? Den Ort erkunden.
Kun, Okate nicht verfügbar. Nein, 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 nein. Ich würde hier aber gerne speichern. Ich weiß, da liegt was. Oh, das ist grauenhaft, grauenhaft. Ich würde nämlich gerne hier... Vergiss nicht, dich oben umzusehen. Ja. Doch, hier. Hier ist eine Speicher... Schreibmaschine, so. Ich würde nämlich gerne hier jetzt erstmal speichern. Dann würde ich gerne meine Tochter abholen, weil, wie gesagt, die Zeit langsam drängt und das Level hier doch wesentlich länger war, als ich gedacht hatte. Und da das jetzt ein komplett neuer Bereich ist und scheint mir so ein bisschen nach ihrem Zuhause wahrscheinlich auszusehen. Und scheinbar hat sie auch Geburtstag. Oder warum sind da hinten die Luftballons? Ne, da sind so wie Blumen, sieht das aus, dran. Mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier in Ruhe um. Bis dann. Ciao.